Wie man sich auch als Brillenträger seines Ziels immer sicher sein kann, erfahrt ihr jetzt hier bei uns. Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute stellen wir euch die Dynamic Schießbrille für Brillenträger von Müller-Manching vor. Ich nutze die Dynamic Schießbrille jetzt über ein Jahr und möchte euch zeigen, wie sie mir hilft, die vierte Sicherheitsregel immer einzuhalten. Aber zunächst, wie kommt ihr überhaupt an die Brille? Wie läuft es ab? Das ist ganz einfach. Zuerst mal ruft ihr bei Müller an und macht einen Termin. Das dauert meistens ein bisschen. Und während ihr dann wartet, bis euer Termin drin ist, macht ihr euch als erstes mal Gedanken, für was für einen Einsatzzweck ihr die Brille überhaupt haben wollt. Auf was für einer Waffe, mit was für einer Optik, in was für einem Gebiet, sportlich, jagdlich, weil die Brille genau darauf dann ausgelegt wird. Ihr kriegt andere Gläser für eine offene Visierung als für eine Optik und daher solltet ihr vorher schon wissen, was ihr dann genau benötigt. Dazu könnt ihr dann auch auf der Homepage vorbeigucken. Dort sind die ganzen Farbfilter angegeben, auch eine Entscheidungshilfe, für welchen Einsatzzweck man welche Farbe braucht. Dort findet ihr dann auch eine Liste über die Zubehörteile, die dann eher sportlich relevant sind. Und wenn der Termin dann gekommen ist, packt ihr eure Waffe und eure Optik ein, fahrt zum Müller nach Manching, das liegt bei Ingolstadt. Und dann wird sich dort in dem eigenen Schießkeller genau angeschaut, was für eine Brille ihr braucht. So, Dele, bevor ich euch die Brille gleich im Detail zeige, gibt es jetzt noch einen Überblick über das Zubehör. Zeige euch mal ein bisschen, was ich habe. Und zwar kommt die Brille in diesem Etui. Da gibt es auch noch eine kleinere Version. Da passt alles rein, was ich habe, und es ist gut geschützt. Ich habe neben meinen klaren Gläsern noch gelbe Gläser für sportliche Schießen und stark braun getönte Gläser als Sonnenbrille quasi. Dann habe ich noch Seitenblenden, die gibt es in verschiedenen Ausführungen, je nach Sportordnung. Es ist das passende Werkzeug dabei, ein Schlitz- und einen Kreuzschraubendreher und einen Innenbus. Es gibt für jedes Satz Gläser eine Karte, auf der die Schärfe draufsteht, dass man weiß, was für ein Glas das genau ist. Eine Bedienungsanleitung ist dabei, in der alles Wichtige drinsteht. Und ich habe jetzt hier auch noch für sportliche Schießen eine Irisblende. Darüber hinaus gibt es noch ganz andere Sachen. Es gibt Abdeckscheiben, die einfach ein Auge verdecken. Es gibt Nahvorsätze, wenn man weitsichtig ist. Es gibt einen Lupenvorsatz, wenn man irgendwie fein arbeiten will, während man die Brille aufhat. Und es gibt ganz viele verschiedene Farben für die Gläser. So, ich räume das jetzt noch weg und dann kommen wir direkt zur Brille. So, hier haben wir also das schöne Stück. Wie ihr schon sehen könnt, ist sie relativ gut entspiegelt. Die hier hat jetzt schon ältere Gläser drin, die bei mir fast täglich im Einsatz sind. Hat also schon viel abbekommen, aber dennoch ist es immer noch ein gutes Bild. Keine großen Schäden drin. Aber was die Brille so besonders macht, ist ihr riesiges Sichtfeld. Wenn ihr euch das mal anschaut, das liegt an dem engen Nasensteg hier. Das heißt, auch wenn man den Kopf dreht, sieht man immer noch relativ viel. Und es hat ein sehr, sehr hohes Glas, was bis über die Augenbrauen geht. Der Nasensteg ist verstellbar. Er kann raus und wieder reingedrückt werden. Das ist besonders gut für den Liegendanschlag, wenn man den Kopf in den Nacken nehmen muss. Die Dynamic hat einen sehr dünnen, schmalen Titanbügel. Das macht sie zum einen sehr leicht zu tragen und zum anderen liegt sie so eng an, dass es einfach für den Gehörschutz ist, sauber abzudichten. Man kann sie auch super unter einer Cappy tragen, ist alles sehr angenehm. Dann haben wir noch einen sportlichen Ohrbügel, der verhindert, dass die Brille rutscht. Die sitzt sehr, sehr sicher, auch beim Rennen, beim Hinschmeißen. Die Brille geht nicht verloren. Und was besonders wichtig ist, ihr habt die Möglichkeit, sehr bruchsichere Gläser auszuwählen. Die hier sind jetzt extra bruchsicher und extra entspiegelt. Damit hat man immer auch bei schlechten Lichtverhältnissen ein super Sichtfeld und man hat sehr sichere Gläser. Und wie wechselt man die Gläser noch? Das ist sehr, sehr einfach. Man legt einfach hier oben diesen Hebel um und kann das Glas entnehmen und natürlich wieder reinstecken, den Hebel wieder umlegen. Das Glas ist sicher. Was man hier noch gut erkennt, ist, dass das Glas rundherum mit Titan abgeschlossen ist. Das macht die Brille sehr, sehr stabil. Was ich jetzt nach dem Jahr Benutzung der Brille sagen kann, ist, dass ich ein sehr, sehr gutes Gefühl habe, gerade was die Sicherheit angeht. Mir sind schon Patronen mit Wucht beim Rausrepetieren gegen die Brille geschlagen. Es gab am Rand eine kleine Macke, aber das war nicht mal ansatzweise so, dass ich gedacht habe, dass das Brillenglas jetzt an seine Belastungsgrenze kommt. Man hat ein super großes, scharfes Sichtfeld, was mir wirklich, wirklich hilft beim Schießen, auch in den Seiten.
Es gibt nur ein Manko, was ich habe. Ich würde die Brille gerne auch öfters tragen, aber dieses Silber-Titan ist jetzt nicht gerade schick. Vielleicht kriegt es Müller ja auch noch hin, die Brille in anderen Farben anzubieten. Vielleicht in einem Schwarz oder in einem Coyote-Ton, in einem Tan. Würde wahrscheinlich die Zielgruppe auch noch erweitern. So, denn ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst doch ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Ansonsten schreibt doch bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder hier bei der Epic Group.